Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Muppets heute am 23. Dezember um... Ups, ja geil, danke dafür. Hey, 23. Dezember um 16 Uhr. Ja, wir sind immer noch in der Vulkan-Canyon-Abteilung, sind viel zu oft, glaube ich, beim letzten Mal wieder gestorben und haben ein paar kleine Themchen behandelt. Unter anderem habe ich darüber... Ja, hatten wir die nicht schon mal? Glaub an der Königskrabbe. Ja, okay? Ja, shit, shit, ja, ja, ah, fuck. Werden, okay? Ich habe vergessen, dass er also weiterredet. Mit großer Vorsicht, okay? Genau. Ja, 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 die Checkpoints. Die Checkpoints, die. Okay. Oder bin ich Game Over gegangen? Hab ich den nicht erreicht oder was war jetzt das Phänomen? Die Checkpoints waren behindert und genau, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen. Unter anderem darüber gesprochen, dass jemand seine, es war in Amerika übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, dass jemand seine Katze ins Tierheim zurückgeschickt hat, weil sie zu anhänglich war tatsächlich. Ja, da muss man mal auch, vielleicht hätte ich das auch noch direkt dazu sagen sollen in dem Video. Ich dachte mir wahrscheinlich in dem Moment, ich habe es vielleicht schon an anderen Stellen, in anderen Videos gesagt. Ich habe beispielsweise, also ich hatte in meinem Leben viele Katzen. Wir hatten, ja, da muss ich ja irgendwas aktivieren, genau, das hatten wir alle schon gemacht, aber ich bin ja dann scheinbar irgendwie gestorben. Also ganz, ganz früher in meinen ersten 3-4 Jahren hatten wir so ein richtiges Haus, also als mein Vater noch da war und so weiter, der ist jetzt nicht gestorben, ne? Das klassischer Alkoholiker, spielsüchtiger Vater halt, sind dann irgendwann ausgezogen, aber die ersten Jahre waren wir halt noch da und wir hatten so ein richtiges Haus mit so einem, ich hab das gerne mal Bauernhof genannt, also wir hatten richtig viele Tiere und wurden auch tatsächlich mal, also mein Bruder und ich ein, zweimal rausgeschickt, um das Holz einzusammeln, welches mein Vater da gehackt hat und so weiter. Also damals, das war ja Ende der 90er, wir hatten da so einen richtigen Ofen und so, der beheizt werden musste, kann man sich heutzutage vielleicht gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Und jedenfalls, auf was ich hinaus will, ist, wir hatten da tatsächlich mal unter dem, das hier ist jetzt aber glaube ich neu, unter dem Holzhaufen ein paar Katzen gefunden. Also da hat sich irgendwie eine Katzenmutter mit ihren Kindern dahin getragen und wir hatten damals einen Hund und der hat dann die meisten, ja, totgebissen, also die kleinen Kätzchen halt, aber eine hat halt unter anderem, oder waren es zwei, ich glaube es waren, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, kann ich mich da an eine erinnern, die war auch sehr, sehr anhänglich, die hatten wir damals und als wir dann aber später ins weggezogen sind, ins Ghetto, dann mussten wir sie auch weggeben, weil ne, das war ja quasi eine Draußenkatze und so und das im Ghetto, ihr wisst ja dann, es gibt ja entweder hast du Hauskatzen oder du hast Katzen, die halt rausgehen, und wenn du dann so eine wilde Katze, die immer es gewohnt war, dass sie rausgehen konnte, wenn du sie dann in Anführungsstrichen einsperrst und so weiter, die hat dann natürlich überall hingepisst und wir haben sie dann meinen Großeltern gegeben und so und war auch alles okay und so, weil die hatten ja einen Garten oder beziehungsweise haben den halt immer noch. Und ja, die war auch richtig anhänglich und dann irgendwann so 2000, ich habe mir dann immer weiter eine Katze gewünscht, aber meine Mutter war dann irgendwie der Meinung, nee, das geht halt wie gesagt nicht wegen des Ghettos und so weiter. Die hat nicht verstanden, dass wenn du eine Katze von klein auf an immer drin hältst, dass das gehen würde. Und irgendwie, ich weiß nicht wie... Mein Bruder hatte da irgendwie so eine Freundin und, also keine richtige Freundin, sondern einfach so eine Kollegin, so eine Kumpelfreundin einfach. Und, deren Katze hat da mal so ein bisschen geworfen und dann haben wir uns spontan dazu entschieden, die zu nehmen. Und, ja, die ist jetzt schon 12, 13 Jahre alt. Ich weiß es immer nicht so genau, weil zwischen dem, zwischen dem Zeitraum, wo sie auf die Welt gekommen ist und bis wir sie dann haben dürften, wir haben sie nicht direkt bekommen, ne, weil sie ja erstmal bei ihrer Mutter bleiben musste, deswegen weiß ich das immer nicht so genau. Ja, ist vielleicht für den einen oder anderen traurig, aber ja, was soll ich tun? Ich weiß auch, gut, das hat wieder andere Gründe, ich weiß auch nicht, kann mir auch nicht den Geburtstag meines Bruders merken und so, und naja, gut, da liegt es aber auch wieder daran, dass er
dass das Verhältnis nicht so gut ist. Gott, was sind das für arschige Holocaust-Kackdinger, die ich hier... Diskrepanzen, die ich auf mich nehmen muss. Auf jeden Fall, die Katze, die ich aktuell jetzt halt seit 12, 13 Jahren habe, ist halt, ja, nicht wirklich so kuschelig. Also, immer so ein bisschen auf Distanz, sehr, sehr schreckhaft. Das ist okay, ja. Das ist einfach so. Und ich bin da auch nicht sauer oder so. Es gibt natürlich diese Momente, wo man sich natürlich wünscht, sie wäre anders. Aber an und für sich, sie ist halt einfach so. Sie ist wie Menschen. Katzen haben halt nun mal auch Charaktereigenschaften, ja. Und dementsprechend fuckt mich das natürlich besonders ab, dann hören zu müssen, dass es Leute gibt, die es halt gewissermaßen besser einfach getroffen hat, ja. Die einfach dann... Genau das, und das sehe ich natürlich aber auch so in puncto Beziehung oder so, ja, da hast du dann diese Leute, die einfach genau das kriegen, was du dir halt wünschst, ja, ein kuscheliges Haustier oder halt eine richtige Freundin und dann aber so ultra respektlos einfach damit umgehen und das, ja, fuckt mich halt ab und naja, es ist wirklich dumm, weil ich habe nämlich den gestrigen Ausschnitt nochmal extra hochgeladen. Ich hätte das dazu sagen sollen, aber keine Ahnung, ich habe es in dem Moment nicht gemacht, von daher. Naja, was auch immer, nur so viel dazu. Ja, ne. Das ist halt einfach dann umso tragischer einfach. Aber ich habe für dieses Video direkt ein Abo gekriegt, also irgendwie, ja, scheint es ja doch was bewirkt zu haben. Es ist halt komisch. So, sorry, dass ich da jetzt wieder so ein bisschen gefühlsmäßig abdrifte, aber es ist natürlich so, dass ich auch in letzter Zeit immer mehr das Gefühl kriege, dass ich mich aggressiver, bösartiger darstelle, als ich eigentlich bin. Also teilweise mache ich das auch, weil, ne, wenn du... viele YouTuber haben das Problem, dass wenn sie... dass sie oft gut tun und dann halt irgendwann die Maske fällt und man merkt, oh, das ist ja ein richtig böser Bobbele, das ist ja ein Abzocker, ein Scammer, ja, okay, was ja dasselbe ist, ne, macht irgendwelche Gewinnspiele, verarscht die Leute oder es werden auf einmal Chats, ach so, Arsch, nee, alles gut, das dachte ich gerade, habe ich wieder Shit gebaut. Es werden irgendwelche Chats geleakt, wo dann sich herausstellt, dass diese Person ein Manipulator oder so ist. Und ne, dann fallen die Leute aus allen Wolken und die Karriere von dem YouTuber ist kaputt und so weiter. Und ich bin dann diesbezüglich froh, dass ich quasi das genau verkehrt rum mache und mich quasi schlechter darstelle, als ich bösartiger darstelle, als ich bin, weil damit halte ich die Erwartungshaltung von allen auch irgendwie ziemlich niedrig. Und ja, quasi, ich habe mich öfter mal hingestellt hier in meinen Videos und auf Telegram und habe gesagt, dass ich die Menschheit, wenn ich könnte, ausrotten möchte. Ja, und naja, wenn ihr das einfach wisst, dann was soll schon schief gehen? Ihr wisst das und, ne? Dann habt ihr, dann ist es eher so, dass die Leute, die halt wirklich tiefgründig sind und Interesse haben, die hinterfragen dann einfach meine Aussagen und fragen sich dann, ob da nicht vielleicht was dahinter stecken könnte, ja, ob so nach dem Motto, was ja bei mir der Fall ist, harte Schale, weicher Kern, oder du hast einfach Leute, die sagen einfach direkt, okay, ich komme mit dem Typ nicht klar und dann gehen sie, ja, also ich bin schon stolz drauf, dass ich da diesbezüglich quasi selber immer schon meine Zuschauer filter und dafür sorge, dass halt nur zumindest versuche, dafür zu sorgen, dass nur Vernünftige bei mir rüberkommen. Aber ja, es ist irgendwie auch einfach traurig, auch immer im Hinterkopf haben zu müssen, dass es einfach Seiten, sensible Seiten an mir gibt, die kannst du auch, vor allem wenn du Let's Player bist, die kannst du auch einfach, ich weiß nicht, wie ich, es geht einfach nicht, ja. So dieses, ich habe oft das Bedürfnis, einfach diese, Moment, da war doch jetzt, habe ich das geöffnet? Ich kriege hier schon wieder nur die Hälfte mit. Da war doch irgendwo hier so eine Kiste, die ich haben wollte, oder habe ich die gerade eingesammelt? Einfach so diese Gedanken, beispielsweise eine Freundin zu haben und mit ihr im Mondschein spazieren zu gehen und die Sterne zu begutachten und am Meer zu sitzen und sich Gedichte vorzulesen und so, das, ja,
solche Geschichten halt. Und das, ja, ist irgendwie, keine Ahnung, schwierig halt, das so nicht teilen zu können. Also klar, sowas, ich meine so, ne, das ist so, wenn du halt, das ist ja auch nur was, was du halt mit der Freundin oder so machen willst. Aber, ja, auch, ja, ihr versteht meinen Punkt, oder? Das ist, ja, ich finde es wirklich einerseits gut, aber andererseits, ja, irgendwie komisch einfach, dass es einfach Seiten gibt, die ich nicht zeigen kann, auch wenn ich sie gerne zeigen möchte. Und dann, ja, dann bist du halt, die Leute verstehen dich entweder. Das sieht sehr, sehr stachelig aus. Erstaunlich, dass er da langlaufen kann. Ja, das ist wahrscheinlich ein Wettrennen, ne? Gut. Labern wir den mal nochmal ganz kurz an hier. Fertig oder nicht? Jetzt spielen wir Verstecken, okay? Wie das auch klang, ne? Finde 15 Mal den Geist, in dem du sein Versteck aufschlägst. Er wird dir dafür einen Muppet-Orden schenken. Okay. 15 Mal, Alter. Ja gut, er wird halt einfach... Ich bin gespannt. Okay, du bist halt jetzt in dieser... Ja, in dieser Truhe. Es ist trotzdem einfach nur ein fucking Wettrennen. Ich hab's ja gesagt. Was sollte ich gerade noch sagen? Ja, ne, du hast dann entweder diese Leute... Ich hab's ja im Grunde schon gesagt. Es ist ja... Dieses arrogante Arschloch. Das bildet er sich ein und so weiter. Und natürlich muss ich auch irgendwo arrogant sein. Ich meine, schaut euch den Kanal an, ja. Ich mach das seit 11 Jahren. Und es ist noch nicht wirklich viel bei rumgekommen. Und man ist halt der Meinung, dass man es gut macht. Ich habe ja gar nicht so viel Zeit. Sollte mich ein bisschen mehr beeilen. Ja, das ist natürlich hart konzipiert hier. Man muss sich dann natürlich, wenn man von anderen nicht diesen Zuspruch einfach kriegt, muss man sich das einfach selber sagen. Und es ist halt schwierig, man will auf der einen Seite, ist man stolz auf das, was man tut, man darf es aber auch irgendwie, wo ist er jetzt lang gegangen? Shit, da oben. Man darf es aber natürlich auch nicht im Internet, na, scheiße, kommunizieren, weil die Leute, die haben was gegen Leute mit Ego und so weiter. Diese Mannschaft und ist ganz bestimmt, okay? Es ist auch, Mann, ich wollte nur den Text abbrechen, nicht das gesamte Event hier. Fertig oder nicht? Jetzt spielen wir Verstecken. Es ist auch schwierig, ne, wenn du einfach, du weißt, du kannst was und wie soll ich das sagen? Also, wie kann man sowas freundlich sagen? Dass es freundlich ankommt, ja. Du weißt, es ist ein Let's Play, ist ein Kommentatorenformat. Du kommentierst besser als andere. Du gibst dem Schnitt mehr Mühe als andere und du kannst das auch beweisen. Ich screenshotte meine Arbeit. Ich kann das beweisen. Ich habe das in der Vergangenheit schon bewiesen. Ich habe das Leuten geschrieben und die Leute sagen dann einfach, du bist ein arrogantes Arschloch. So wie, also wie kannst du sagen, dass du deinen Job besser machst als andere, ohne dass es falsch rüberkommt? Weil, ne, du, in dem Moment, wo du einfach sagst, du machst etwas besser, hebst du dich ja ab, stellst du dich ja über andere. Und das, damit kommen die Leute halt nicht klar. Und das ist halt so diese Problematik hier einfach auf diesem Kanal, dass ich komme als arrogantes Arschloch rüber und eigentlich, danke dafür, ey, eigentlich will ich doch nur ein wenig respektiert und geliebt werden. Aber okay, sorry, dass das jetzt hier so abgedriftet ist. Naja, wir versuchen jetzt mal noch dieses Spiel hier zu beenden. Ja, ne, dann einfach minimal schneller und bla und... Man sieht, das ist dann auch... Wow, kein Problem, sagt er, obwohl er nur noch 3 Sekunden hatte. Schon nicht schlecht, okay? Hey, gib ihm die Muppet-Mütze. Naja, fast richtig übersetzt hier, vorgelesen. Reife Leistung, okay, hier, gib ihm ja. Er hat es ja auch fast gesagt, genau, da war ja was. Die Muppet-Münze, die irgendwie... Ne, also ich dachte, so eine Münze hätte die Eigenschaft, rund zu sein. Aber okay. Ist wahrscheinlich nur meine Interpretation, schätzungsweise.
Ja. Okay. Apropos okay, genau. Was ist denn... Ja, das genau, das war ja einfach nur zum Hochkommen. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, ich habe ja... Die Buchstaben habe ich ja eingesammelt und so weiter. Ich weiß halt nur gerade nicht, weil ich dialogtechnisch da so ein bisschen jetzt vertieft war, ob ich jetzt das eingesammelt habe, was ich einsammeln wollte. Diese Bonustruhe, ob ich das gemacht habe. Naja, aber wir haben ja auch generell noch nicht das Levelende gefunden, ne? Das ist ja auch, oder? Ich weiß nicht. Hier war schätzungsweise irgendwas drin. Ich bin total verwirrt, muss ich sagen. Total verwirrt. Ach ja, da und... Ja, aber... Ohne Spaß, was geht jetzt hier ab, ey? Ja. Was ist mit meiner alten Theorie? Sind die Level... Ich glaube, ich habe das geäußert. Sind die Level irgendwie immer noch gleich lang und so weiter? Ich würde sagen, schon. Sind halt nur mehr Hindernisse drin. Und ich glaube, es gibt weniger Checkpoints. Beziehungsweise wirkt es vielleicht nur, weil die Hindernisse schwieriger sind oder so. Da ist der Fall. Das ist der Fall, das ist... Ach ja. Ja, ja, doch, hier waren wir auch schon mal. Da ist dann auch noch ein Checkpoint. Guck mal hier. Nee, das, genau, das war's. So, jetzt habe ich alle 5, ne? Ja, wurde mir jetzt nicht so angezeigt, aber ich glaube es einfach mal. Da war das Ding, sie Bumsi. Ah, Moment, wieso ist das denn? Wieso ist das denn auf? Ja, ach so, ja, doch, ja, ja, ich verstehe. Okay. Ich kann dir folgen. Das war quasi die Abkürzung. Und ah, da ist es. Da ist das Levelende und potenziell haben wir da auch dann alles freigeschaltet. Eingesammelt, mal schauen. Ja, klar, das mit den Münzen, das ist ja, wie gesagt, nur passiert, weil ich da so ein paar Mal gestorben bin. Es müssten die ersten sein. Also sprich, wir werden dann in der nächsten Folge, ja, logischerweise direkt wieder reingehen und, ja, im besten Fall dann nur die ersten 9 Gegner oder so penetrieren. So ungefähr wird es sein. Ja, Leute, das war's für heute mit Let's Play Muppets The Adventure. Wie gesagt, sorry, aber, naja, das so läuft das hier halt auf dem Kanal. Ja, ne, musste einfach mal raus werden. Ich hatte schon in anderen Folgen ja mal, ich ja auch in diesem Let's Play gesagt, dass das halt einfach viele nicht machen. Viele versuchen genau das, was ich jetzt getan habe, nicht zu tun, weil man macht sich angreifbar und man muss ja hier der super lustige, toll gelaunte sein und ach, ist die Welt schön und so weiter, aber ja, genau diese Leute, die dann halt so denken, stellen sich dann Jahre später hin und sagen, dass sie irgendwie Nervenzusammenbruch hatten oder irgendwie sowas, ja, und das ist der Grund, wieso ich wahrscheinlich schätzungsweise in den 11 Jahren noch keinen wirklich hatte, eben weil ich das tue und ja, man hofft irgendwie immer dann mit diesen Botschaften, dass man dann doch irgendwelche Leute erreicht, denen es ähnlich so geht und dass man da dementsprechend eine gewisse passende Zuschauerschaft einfach, ja, Menschen heutzutage zu finden, ist sehr, sehr schwer, dass man sie damit finden kann, dass sie dich wertschätzen können, dass so vielleicht sogar Freundschaften auch entstehen können oder mehr, je nachdem, aber, ja, das ist, wie gesagt, Wunschdenken und wahrscheinlich auch noch eine Komponente, an der ich definitiv arbeiten sollte. Naives Gedankengut, es gilt sich, nach 11 Jahren sollte man sich auch mal damit abgefunden haben, aber ich hab's leider immer noch nicht und, naja, gut, ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Ja, wir haben, Moment, wieso steht da, ja, das ist komisch, ne, da steht jetzt 100%, da steht einfach fucking 100%. Obwohl mir immer noch die fucking Münzen fehlen, ganz, ganz komisch. Aber ja, wir werden das in der nächsten Folge dann machen. Und mal schauen, wie dann das nächste Level so wird. 400, 380, wurde es immer mehr? Wurde es immer... Ja, das kann man so sagen. Nicht immer scheinbar, aber das andere kann ich auch leider noch nicht begutachten. Ja, also
Bin mal gespannt, ob wir dann irgendwie später 1000 sammeln müssen oder so in einem Level. Das wäre natürlich ziemlich heftig und würde darauf hindeuten, dass es dann dementsprechend natürlich länger wird. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.